Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom New Lands. Ja, wir können gerade ehrlich gesagt nicht viel machen. Oder doch? Oder auch nicht. Irgendwo geht was ab, denn es speichert nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil, oh, lauf, 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 lauf. Ja, ich habe leider keine andere Wahl, als wegzulaufen. So traurig das ist. Könnte das Spiel bitte speichern? What the hell? Brechen die jetzt überall durch? Okay, hier sind sie noch nicht. Ah, jetzt. Tja, und jetzt sind die guten Herrschaften hier auch alle wieder arbeitslos. Das ist so ein bisschen das, oder kann so ein bisschen das Anstrengende an diesem Spiel sein. Weil du musst dir das natürlich alles wieder aufbauen, ne? Okay, dann gehen wir wieder zurück. Werden stärker. Also wie gesagt, ich mache es so lange, bis nichts mehr geht. Und ich werde das dann nicht wieder aufholen. Dann ist es einfach zu Ende. Sonst wird es ja ein Endlosspiel. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen doof. Ja, eine kleine Niederlage. So, jetzt kriege ich erstmal von dem Händler hier was, ne? Genau, danke, danke, danke. Kann ich dich losschicken? Was ist los? Warum kann ich dich nicht losschicken? Ne, mit seinem Lager hat es nichts zu tun. Werden wir schon angegriffen? Ich hoffe nicht. Ja, fleißig gebaut. Man ist voll auf den Händler angewiesen. What the hell? Da, nimm das Geld. Ach, jetzt kann ich ihn losschicken. Whatever, warum? Ja, hier. Nützt ja nichts. Ja, jetzt wird's härter. Ich habe gerade festgestellt, dass meine Kohle alle ist. Grummel. Schön aufpassen. Ja, du. Ach, Kacke, jetzt kann ich gar nichts kaufen. Kann ich nur hoffen, dass die hier noch ein bisschen was fangen oder so.
Ach, hier sind ja zwei Jäger. Er hat aber nichts für mich. Ah, cool. Dann können wir wenigstens einmal hier. Wenigstens das. Ich glaube, das ist einer davor. Der eine davor war unser Trümmerhaufen, ne? Scheiße. Egal. Sehr gut, Jungs. Ich glaube, das Schiff wird länger dauern. Da sind sie vorbei, die goldenen Zeiten. Keiner hat was für mich. Die auch nicht. Okay, also drei Jäger haben wir hier, zwei haben wir auf der anderen Seite. Müssen die Stadt aufbauen, dass wir Katapulte kriegen. Ich glaube, das wäre klüger. Ja, er hechtet auch schon nach vorne. Drei Münzen brauchen wir dafür. Ja, drei Münzen ist gut. Das ist dann ja erstmal nur der Anfang. Ich schenke mir jetzt einfach Kohle ein. Ist mir egal. Müssen dann ja noch zwei weitere Male aufstocken. Und dann müssen wir auch noch das Katapult bauen. Ich hoffe jetzt gerade, dass diese kleinen Drecksviecher nicht kommen. Jetzt sind eben alle nach vorne gelaufen. Okay. Yes. So, wir machen das hier mal. Aber erstmal immer nur ein. Das ist too much. Ich will irgendwie versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen. Denn hier geht's gut. Du hast gefangen. Sehr gut. Wurden die angegriffen? Muss ich mal eben checken. So weit vorne kriegt man natürlich nicht ganz so viel mit. Yes. Ja, wurden angegriffen. Meine Arbeiter, die müssen wir uns natürlich wiederholen. Nee. Ja, okay. Mega, mega. Hat nichts. Ja, dann dauert das alles halt ein bisschen länger, ne? Oh. Ess eben was. So. Kannst du jetzt laufen? Ja.
machst du das. Okay. Gut. Die Jungs haben wieder einen Job. Das werden wir nicht schaffen. Vielleicht können wir mal eben ein bisschen was ins Schiff reinstecken. Aber wie ist denn das? Jetzt sind ja rechts und links sind ja Portale. Und beim letzten Mal musste es ja bis zum Steg fahren. Oder fährt es dann hierhin? Zum Beispiel. Darüber bin ich mir jetzt noch nicht so ganz im Klaren. Okay, werden wir ja sehen. Muss da vorne auf jeden Fall besser aufrüsten. Ist nur kacke, wenn ich es jedes Mal wieder machen muss, weil dann mache ich halt... Ja, da wird so ein Teufelskreis, ne? Ist zwar schön sicher hier. Irgendwie doof. Die Sonne geht gleich auf. Ich finde, am Speicher kann man das immer recht gut erkennen, ob es gerade vorangeht oder nicht. Also mit den Monstern meine ich. Weil ich bin der Meinung, wenn es nicht speichert, dann sind die da noch beschäftigt mit den Viechern. Sehr gut. Mal nach vorne gucken. Feldarbeiter können wir jetzt einstellen. Rein theoretisch. Er ist wieder arbeitslos. Er auch. Da ist die Frage, wie sinnig das ist, ne? Da vorne jetzt immer wieder Geld reinzustecken. Machen die das Schiff kaputt? Ach, hier sind ja noch zwei. Oh, okay. Ach, und einer sitzt hier. Aber das hier kann ich mir nicht holen. Lasse ich auch erstmal so, weil die Kohle ist knapp. Das Pferd ist schon wieder gestresst. Habe ich den Händel losgeschickt? Wenn ja, ist alles gut. Aber ich glaube schon, ne? Müssen die Mühle aufbauen. Das bringt ja alles Geld. Ja, habe ich. So. Er hat auch einen Job. Ja, gut. So, beim nächsten Mal ist das hier dann vollständig und dann müssten wir einen Katapult bauen können. Alle warten hier auf Arbeit. Die haben nichts für mich. Habe ich die gerade gehört?
Warte mal. Dafür kann ich dir Arbeit geben. So. Okay, er sprintet nach vorne. Und er auch. Dann ist da vorne auch was los. Die Viecher werden, glaube ich, auch irgendwann größer und stärker. Bin ich der Meinung. Oh. Ich laufe ganz normal und bin schneller als er. Jetzt sollte ich ihn mitnehmen. Vielleicht laufe ich aber auch einfach wieder zurück. Okay, hier können wir, glaube ich, normal laufen. Es hat gespeichert. Wieso bist du denn, seid ihr denn schon wieder arbeitslos? Das ist echt schrecklich hier. Tja. Ach du Kacke, deswegen, die sind hier durchgekommen. Okay. Dann müssen wir das hier als nächstes aufbauen und verstärken. Ich muss das Pferd mal eben essen lassen. Es kann ja ewig dauern, bis wir hier fertig sind. Die sind komplett durchgebrochen. Ah nee, hier, er ist noch da. Jo, danke. Danke, danke. Okay, dann laufe ich jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt. Ich fühle mich hier nicht so wohl, ehrlich gesagt. Wird schwer mit dem Boot, ne? Diesmal nicht ganz einfach wie beim ersten Mal. Gut, aber die Stadt ist schon mal aufgebaut. Okay. Ja, ich glaube, ich werde den Part hier jetzt erstmal beenden. Ich stelle mich jetzt mal dazwischen hin. Falls sie kommen. Oh Gott. Der Himmel. Voll gruselig. Weil ich muss ein bisschen auf mein Krönchen achten. Alles klar, dann danke ich fürs Zusehen. Und wenn du mit, bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, ich muss dieses Mal nicht zu viel aufbauen. Tschüssi.